Mein Name ist Amrei, ich bin 22 Jahre alt und ich studiere freie bildende Kunst im zweiten Semester. Also habe gerade erst angefangen. Größtenteils mache ich Malerei, einfach weil ich schon immer gemalt habe und sehr gerne male. Aber ich versuche auch gerade ein bisschen Skulpturen zu machen, wenn ich irgendwelchen Müll finde oder wenn ich irgendwie irgendwelche Holzblöcke finde oder so. Graffiti oder Tätowieren machen wir ein bisschen, so haben wir angefangen. Und Performances planen wir und ja, weiß nicht, ich will einfach alles ausprobieren, um dann im Nachhinein wissen zu können, was ich überhaupt machen will, was mir Spaß macht. Kunst ist ja ein immer wieder Neuanfang. Also sonst würde das ja gar nicht funktionieren, wenn man nicht seit enormer Zeit irgendwie immer wieder sich hinsetzt und irgendwas macht oder sagt, okay, jetzt male ich wieder was. Oder man hat schon, bei mir war das so, man hat schon 1000 Gesichter gemalt und man malt trotzdem noch eins. So, also es ist ja ein immer wieder neu und immer wieder das Alte ist dann egal und dann kommt was Neues. Und also deswegen, ob man dann immer wieder neue Bilder anfängt oder immer wieder neu in einem Bild drin anfängt, man macht es halt immer und immer wieder. Irgendwie jedes Bild ist so ein Projekt, wo man auch irgendwie weiterkommen will. Also ist das gar nicht unbedingt so ein Müssen, jedes Mal neu anzufangen. Manchmal ist es ein Müssen, manchmal denkt man sich so, ach, gar keinen Bock. Aber oft ist es auch einfach, macht es Spaß und dann ist es auch nice. Dann will man auch wieder weitermachen und dann will man auch wieder hierhin, um weiterzumachen. Oder man hat neue Ideen und deswegen will man dann weitermachen. Oder, ja. Oder man will einfach nur weitermachen, um dann wieder zu niceren Teilen des Bildes zu kommen oder so. Ich habe irgendwann, als ich für meine Mappe angefangen habe, thematisch düsterere Bilder zu malen, dass ich dann plötzlich ein Bild, was halt sich mit düstereren Themen befasst hat, gemalt habe und gleichzeitig eins, was halt irgendwie fröhlich und Lebensfreude und so ist oder Positivität oder was weiß ich. Und das ist dann, finde ich, auch ganz gut, wenn man dann mehrere so nebeneinander stehen hat, dass man, wenn man gerade in der Laune ist, irgendwie darauf machen kann, wenn man in der Laune ist, darauf. So, das heißt nicht, dass man nicht auch andersrum machen kann, so gut gelaunt an dem Bild malen oder was weiß ich. Aber wenn man unterschiedliche Möglichkeiten hat, so wenn man hier ist, klar, dass man nicht immer Bock hat, so nur an einem Ding zu arbeiten, sondern dann vielleicht so Vielfalt das auch spaßiger macht. Dieses Bild, was hier vorne ist, das Bunte, das ist mit Isa, die da ihren Atelierplatz hat, und meiner besten Freundin aus Köln passiert, also so entstanden, so gestartet quasi. Das hat hier gelegen, da ist auch noch der Abdruck von, wo wir das gemalt haben. Ich liebe es, mit anderen Menschen Bilder anzufangen, weil da dann, man kann, wenn man zusammenmalt, nicht planen. Weil du kannst irgendwo einen Strich machen, der etwas kreieren soll, etwas Großes, und jemand anders macht woanders einen Strich und dann ist das Große schon wieder quasi hinfällig. Und deswegen kann man nicht planen und deswegen ist es ultra geil, mit anderen Leuten einfach zu malen. Und egal, was da gerade bei rauskommt, wenn man das, was dabei rauskommt, dann nimmt und das sozusagen als einfach mal, was man gegeben hat, nimmt und daran weitermalt, das ist super, super spannend, weil es einfach halt nicht so geplant ist. Eigentlich ist es super angenehm, wenn man so abends irgendwann kommt und dann hat man die ganze Nacht und hat lange Stunden. Und dann morgens, entweder wenn die Sonne aufgeht, so im Winter geht die Sonne später auf, dann gehe ich, wenn es dunkel ist, aber spätestens wenn die Sonne aufgeht, ist dann so ein Zeichen, oh, okay, ich muss langsam mal nach Hause, damit ich noch Schlaf kriege, damit halt, weil der nächste Tag kommt ja auch. Und dann ja, versuche ich halt nach dem Schlafen noch Sonnenlicht zu erwischen. Aber eigentlich ist es schon immer so ein, am liebsten würde ich einfach auf Stopp drücken, wenn ich dann nachts hier bin. Und dann kann man lange malen.